Herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video von den Jindawis. Endlich haben wir wieder Nadel mit am Start. Wann kommt Baby Nidal? Let's go. Was ist los? Hier. Ich merke nichts. Doch. Luisa, jedes Mal sagst du, man merkt seinen Fuß. Dann fass ich an, dann macht er gar nichts mehr. Du bist ein bisschen zu langsam. Imani, fass mal an. Merkst du was? Ja. Was denn? Baby Nidal kommt heute. Er kommt heute? Heute, Express mit DHL. Ja. Luisa, kommt er heute? Nein. Jedes Mal sagst du mir, er bewegt sich, aber wenn ich meine Hand drauf lege, spüre ich gar nichts. Der will mich ein bisschen verkackeiern, ne? Hallo. Alles okay da drin? Hat es ein Video geklopft? Oder welche behindert? Wenn ich meine Hand drauf mache, schläft er. Wenn Luisa alleine mit ihm... Meine Kopfhörer sind richtig laut und das klopft von überall. So heftige Kopfhörer. Ja, ne, man denkt von Beats, Dr. Dre, Dings. Ich dachte, die war lang. Ist er so. Komm rein, Bruder. Du hörst sie. Ja, ne, diese 8D-Surround-System, weißt du? Sogar Imani sagt dir, komm raus, Bruder. Wann kommt er denn? 4 bis 6 Wochen. 4 bis 6 Wochen. Was laberst du? So schnell? Können wir noch warten? Ja. Hast du Lust auf Schlitten fahren? Schlitten. Ja, das ist ein Schlitten. Hast du Lust oder nicht? Ja. Ich meine, was hast du da für coole Schuhe an? Wow. Was sind das für Schuhe? Moonboots. Moonboots? Ja, ja, ja. Wir gehen Schlitten fahren, da wo ich immer trainiere. Komm, ich meine, setz dich rauf. Nein. Kann es sein, dass hier noch nie Schlitten gefahren ist? Hinsetzen? Gut, okay? Okay. Wir sind hier gerade, eigentlich kann man sagen, bei mir zu Hause. Weil hier bin ich jeden Tag. Jeden Tag trainiere ich hier. Wow. Und falls ihr euch fragt, warum der Rasen hier vorne grün ist und da hinten alles weiß ist, hier vorne ist eine Bodenheizung und da hinten nicht. Deshalb ist hier alles grün und ansonsten ist hier alles zugeschneit. Interessant, oder? Ich sehe einen Berg. Siehst du ihn auch? Ja. Weißt du überhaupt, was ein Berg ist? Wir brauchen einen besseren. Wir brauchen einen besseren. Wir sind kurz im Auto. Hände aufwärmen. Bist du bereit? Ja. Hier sieht es doch schon viel besser aus. Imani, komm. Willst du nicht? Dann machen wir ohne Imani. Imani will nicht. Das ist gefährlich? Nein, ist nicht gefährlich. Bye, bye, Imani. Ja! Oh, no! Seid ihr bereit? Tschüss! Tschüss! Falla, Bila, wie schnell war das? Guck mal, die am Flitzen sind. Seid ihr bereit? Leute, ich habe einen Schneeengel gemacht. Lisa, mach einen Schneeengel. 2 Schneeengel. Imani, du fehlst! Imani, bist du Cristiano Ronaldo oder was? Si! Weil du stehst da wie Cristiano Ronaldo. Weißt du, wie Cristiano Ronaldo immer macht? Soll ich dir zeigen? Ja. Si! Kannst du das machen? Si! 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 Luisa, ich habe ein Problem. Guck selber. Ich kann nicht schneller laufen. Ich weiß, woran das liegt. Woran? Deine Haare sind nicht auf Null. Ich war gestern beim Friseur. Die sind fast auf Null. Fast. Okay. Imani, kannst du mir helfen? Imani, ich bin so langsam. Oh no. Komm, wir machen ein Wettrennen. Ich zeig dir. Imani, wer zuerst am Spiegel ist, okay? Ey Jungs, kennt ihr das? Ihr geht zum Friseur? Das klappt aber nicht immer. Du machst entweder die Seiten auf Null oder Taper, Seiten sauber, wie auch immer. Manchmal hast du dein Level 100% erreicht, du siehst richtig maximum lecker. Du guckst so in den Spiegel, du machst so Haare, so dies, das, du gehst raus, Welt gehört dir. Und manchmal du schneidest und du fühlst dich irgendwie hässiger wie als davor. Das ist voll komisch bei uns, das klappt nicht immer, das klappt nicht immer. Sogar Imani ist schneller als ich. Aber soll ich dir sagen, warum sie schneller ist? Sie hat Seiten auf Null, zeig mal deine Seiten. Siehst du? Bravo, Bobo! Pickler Bobo, du! Bravo, du!
Er würde kein Jänner wegstecken. Was schreist du? Hast du Problem? Reine Glückssache. Kommt auf den Tag vom Friseur, glaube ich. Wunderbar. Ey, warum müssen wir eine Kopfnuss, Mann? Weil manchmal sind die Haare ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Mal hast du so eine richtig geile Form, Digga, und die kriegst du dann nicht wieder. Manni, kannst du meine Seiten auf Null schneiden? Ja. Sehr gut. Lisa, schneid meine Seiten auf Null. Machst du das gut? Ja. Manni, alles okay? Sind die Seiten auf Null? Noch nicht. Und? Wie sind die Seiten? Nein! Hey! Wir müssen die Seiten testen. Nein! Here we go. Die Seiten sind auf Null. Sehr gut. Wie ihr wisst, sind wir umgezogen. Das Ding ist... Ich habe jetzt gerade nicht verstanden. Ist ja... Ey, sind das Hausschuhe oder Straßen? Da läuft doch jetzt nicht mit Straßenschuhen über die ganzen Möbel und komm. Oder habe ich mich. Die Seiten sind auf. Oder die Schuhe sind vielleicht neu. Sehr gut. Wie ihr wisst, sind wir umgezogen. Das Ding ist, ein Paket ist gerade bei unserer alten Wohnung angekommen, aber wir sind nicht da, weil wir da nicht mehr wohnen. Logisch. Wir gehen jetzt dem Postboten. Das müssen auf jeden Fall nagelneue Schuhe sein, weil ich glaube nicht, dass man mit so Schuhen zu Hause rumläuft. Ich bin so einer, ich kann nie. Bei mir, also jeder Gast weiß, dass der immer zu mir kommt. Vor der Tür musst du Schuhe ausziehen und dann rein. Niemals darf man mit dreckigen Schuhen den Boden berühren. Nie. Wenn das einer aus Versehen macht, ich muss da sofort drüber wischen. Ich habe einen Tick, Digga. Wir suchen ihn durch ganz Berlin und holen unser Paket ab. Los, Leute. Du bist schlau, wie dein Vater. Wie Baba? Was ist 1 plus 1? Mami. Luisa. Ach, glaub mir, es gibt richtig viele, die ich auch kenne. Boah, die laufen immer mit Schuhe zu Hause rum. Das fuckt mich so ab, ne? Halt Ausschau nach einem Amazon-Auto. Okay. Imani, sag, wenn du ein Amazon-Auto siehst, okay? Sogar wenn Elisa bei mir mit Schuhe reinkommt, die kriegt sofort Ärger. Walla, sofort vor Tür wird dabei gebracht. Ausziehen, sofort. Niemals mit Schuhe rein, niemals. Da! Wo? Da vorne. Amazon. Juhu! Hast du unser Ich schwöre bei Gott, ich erzähle euch jetzt eine reale Story, was meine Mutter gemacht hat, was passiert ist. Ich so, guck mal, Mama, da wird jemand kommen, Der ist von DHL, der wird von dir zu Hause, weil ich war nicht zu Hause. Ich habe gesagt, der wird von euch zu Hause, von meinen Eltern zu Hause, ein Paket abholen. Der wird klingeln, das wird ein Transporter sein. Du wirst runtergehen, du, Papa, Bruder, wer auch immer. Ihr werdet runtergehen und denen dieses Paket geben. Ich hatte ein Paket, das musste ins Ausland. Und die so, ja, wann kommt der denn? Und die hatten so Verspätung. Und einmal haben die dann den Tag verschoben, kam am nächsten Tag. Das wurde aber erst abends bekannt gegeben. Meine Mutter wartet, weil die weiß, das ist wichtig. Irgendwann, da kommt kein Bote, kein Auto, kein DHL-Typ. Und die ist auf der Straße bei uns da so. Die kommt von irgendwo, oder keine Ahnung. Wallah, die sieht einen DHL-Wagen, diese ganz normale DHL-Wagen, der Briefe ausliefert, Pakete, der am Straßenrand parkt und gerade was ausliefert. Wallah, die geht dahin, die ist am Telefon, die ruft mich an. Kahn. Die gibt dem Mann dieses Telefon. Ich schwöre bei Gott. Ich so, hallo. Irgend so ein Inder oder so, wallah, billah. Ich so, hallo, ja. Ja, hallo, DHL ist so, ach so, kommen Sie das Paket abholen? Da so, nein. Der so, diese Frau hat mir Telefon. Ich so, gib mir mal kurz meine Mutter. Ah, ne, wer ist dieser Mann? Ist der vor unserer Tür gekommen? Die so, nein, der war auf der Straße. Ich hab DHL gelesen, ich schwöre bei Gott. Ey, wallah, ich kam gerade vom Freitagsgebet raus. Ich weiß doch ganz genau, wallah. Ich so, soll ich lachen, soll ich weinen, soll ich heulen, was soll ich machen? Ich so, Anne, du gehst jetzt nach Hause? Und du wartest, bis einer klingeln kommt. Das ist nicht der. Da kommt so ein Transporter. Nicht DHL. Ey, Bruder, ich hab gelacht. Ich war da mit Paddock unterwegs. Die geht einmal zu... Die gibt Handy. Hallo? Und der Mann hatte gar keine Ahnung. Der war so überfordert. Irgendwie so ein Inder war das. Geht. Ja. Vielen Dank. Ja. Dankeschön, Habibi. Was ist eigentlich mit deiner Stimme los? Ich habe Halsschmerzen. Imani, Baba hat Halsschmerzen. Was können wir tun? Doktor gehen.
zum Doktor gehen. Ich gehe nicht zum Doktor. Okay, dann brauchst du Halsbonbons. Ich glaube, ich brauche Halsbonbons. Das habe ich doch gerade gesagt. Ich meine, die Baba braucht Hals... Wer war in den letzten Tagen alles krank? Finger hoch. Halsbonbons. Ich kaufe. Du kaufst? Ja. Du bist die Beste. Aber von welchem Geld? Ich habe kein Geld. Ja, aber wenn du kein Geld hast, dann wie willst du für Baba Halsbonbons kaufen? Baba, gib mir Geld. Ich habe auch kein Geld. Ich meine, ich habe 10 Euro in meiner Tasche gefunden. Nimm. Was kaufst du jetzt damit? Halsbonbon für Baba. Wo ist das Halsbonbon? Mascha, das ist krass. Wirklich krass, krass bemerkenswert. Also, wie gut die schon kommunizieren kann, ne? Gute Frage. Ich glaube, da lang. Ach, ach, Remsig, ach. Kannst du mir ein Halsbonbon geben? Okay. Ich habe eine Halsbonbon. Die geht, glaube ich, nicht mal Kindergarten. Braucht die gar nicht, Digga. Safe, braucht die nicht. Hier. Dankeschön. Bitte schön. Oh, no! Hey, wow, Imani. Wie, das ist der andere Stern. Hä, wo? Coco Bolts. Das sind Coco Bolts? Ey, ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Okay. Du probierst zuerst, okay? Probiert direkt. Du musst auch viel mit Elisa reden. Nein, nein, wir reden. Wir gucken uns den ganzen Tag so an. Aber wir reden nicht. Nein, nein, danke für den Tipp. Echte Schokolade. Und? Von 1 bis 10? Ey, kann dieser Person mal jemand im Chat einen Sub schenken? Der hat so eine krasse Aussage getätigt. Ja. Wir, von 1 bis 10, wie viel? 50 Euro? What's going on here? Probieren wir nochmal so. Mit Low. Ich muss deine Mutter rum. Ich muss da sagen, die soll mit Elisa reden. Und? Lecker. Okay, ich will die jetzt auch probieren, Lisa. Okay. Ich auch. Das Blaue ist krass. Abo. Ja, lecker. Hä, was essen die neue? Die neue Bowl? Hey, wo? Hallo Leute. Hallo Leute. Adopt Aua. Du hast ein Aua? Wo? Oh no! Ich habe das Bügeleisen ganz, ganz, ganz nach oben gelegt. Und ich schwöre, ich habe eine Sekunde nicht hingeguckt. Und ich meinte sogar noch, komm Imani. Soll das der neue Jindoi-Ball sein? Boah, kann sein. Die macht extra so diese. Kann sein, Walla, kann sein. Da habe ich mich umgedreht und hat sie das angefasst. Ja. Aber das ist nicht deine Schuld, das ist meine Schuld. Ja. Tut mir leid. Ey, ihr Räudigen. Was ist mit Berlin, Alter? Ist mir scheißegal, wer mitkommt oder nicht. Diese Woche fahre ich runter nach Berlin. Guck mal, ich meine das im Ernst. Wer mitkommt, der kommt mit. Schön die neue Wolle essen. Schön da ein bisschen vloggen, chillen, melden. Wallah, schreibt mir. Wallah, reicht, Leute, reicht. So Leute, wir fahren jetzt zu Baba. Er hat nämlich Mittagspause und die werden wir jetzt zusammen verbringen. Ja. Welches Lied wollen wir hören? Ayo, ayo. Ayo, ayo. Baby, malo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Lauter. Ayo, ayo. Telefon ist so nah. Ayo, ayo. Baby, malo. Okay, wir sind jetzt da. Ja, wir müssen auf Baba warten. Wo gehen wir? Wir gehen bestimmt. Oder keine Ahnung, runter, hoch, links, rechts, alles dasselbe. Was essen? Es ist 12.14 Uhr. Nada hat gesagt, wir sollen hier sein um 12.30 Uhr. Mal gucken, ob er pünktlich sein wird. Glaubst du, Baba wird pünktlich sein? Ja. Ja? Ja. Eine Stunde später. Wo ist Baba? Im Training. Im Training. Wo ist Nada? Wer hat ihn gesehen? Wo ist Nada? Keine Ahnung. Oh, oh no. Hallo. Na, du hübsche Frau. Na, du hübscher Mann. Here we go. Oh no. Nicht anfassen, nicht anfassen. Oh, tut das weh? Ja.
Wir verbringen heute die Mittagspause zusammen. Ganz entspannt, wir haben auch nicht viel Zeit, halbe Stunde. Aber das Leben ist so kurz, man muss jede Minute versuchen, zusammen zu verbringen und zu genießen. Oder was sagst du dazu? Hast du recht. Obwohl ich manchmal auch meine Ruhe brauche von euch beiden, weil ihr seid nicht einfach, aber ich weiß nicht, wie lange wir noch zusammenleben werden. Kann sein, morgen bin ich nicht mehr da. Ich schwöre, Leute, wir sehen das als selbstverständlich, dass wir jeden Tag aufstehen. Aber kann sein, heute ist der letzte Tag, man weiß es nicht. Deswegen immer dankbar sein. Hallo, wie findest du meine Schuhe? Schick, schick. Dankeschön, habe ich von dir. Wir spielen ganz schnell ein Spiel. Wie lange schafft es Imani, sich oben an meinem Kopf festzuhalten, während ich mich aber nach hinten lehne? Auf die Plätze. Oh no. Los. Festhalten. 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 Du hast lange durchgehalten. Wir holen uns jetzt kleine Snacks für die Mittagspause. Das erste, was ich Imani ausgesucht hat, Trinkpäckchen. Sieben Zwerge. Kennst du die sieben Zwerge? Ja. Wie machen die sieben Zwerge? Sing, sing, sing. Hi ho. Hi ho, hi ho, hi ho. Was willst du kaufen? Wackies. Was hast du? Ich habe eine Idee. Sie hat eine Idee. Was ist denn die Idee? Das ist Joghurt. Das ist für die Wackies. Joghurt für die Wackies? Ja. Aber Wackies essen kein Joghurt. Du hast keine Ahnung mehr. Ich habe keine Ahnung mehr? Oh oh. Was willst du jetzt kaufen? Brot für wen? Ja, Backies. Aber Imani, das ist eingefrorenes Brot. Backies essen sowas nicht. Doch. Nein. Und was ist das? Ja, Imani. Imani, ich habe eine Idee. Du hast den Joghurt doch für die Backies geholt, oder? Ja. Backies essen aber keinen Joghurt. Ich habe aber eine sehr, sehr gute Idee. Was denn? Wir essen den Joghurt. Wirklich? Ja, wirklich. Aber ich zeig dir wie. Wir machen den Joghurt auf. Imani, das war eine schöne Mittagspause. Ich muss jetzt wieder losgehen. Wo denn? Ich muss wieder zum Training. Ich habe noch mal Training. Okay, Leute, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, weil ich mich anmelden muss wegen der Geburt. Imani, vielleicht kommt Nidal in 6 Wochen. Kann ich Doktor gehen? Du musst auch Doktor gehen. Wir sind jetzt da und irgendwie, wenn ich hier bin, bin ich sehr aufgeregt. In dem gleichen Krankenhaus habe ich auch Imani geboren. Ich realisiere noch nicht so ganz, dass es in 6 Wochen soweit sein könnte. Eine Geburt ist nicht einfach, Leute. Und ich respektiere jede Mama, die ein Kind auf die Welt kriegt, weil es ist wirklich, wirklich, wirklich nicht. Welt bringt. Einfach. Okay, jetzt müssen wir uns hier anmelden. Hallo, wir haben einen Termin um 14 Uhr zur Geburtsanmeldung. Und an den du Aua. Ich brauche einfach Überweisungsscheine von Chipkarte. Ja. Okay, Leute, wir sind jetzt fertig. Wir sind angemeldet. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es ist nicht mehr so lange. Am 7. März ist der errechnete Geburtstermin, aber kann jetzt. Denkt ihr, Nidal wird eher Nadel ähnlich aus oder Luisa ähnlich? Ja, Bruder. Der Name sagt schon alles, der wird aussehen wie Nadere, glaube ich. 2 Wochen vorher losgehen oder 2 Wochen danach? Ich bin gespannt, wann Nidal kommen wird. Imani, glaubst du, Nidal kommt früher oder später? Später. Imani, jetzt ist Schlafenszeit. Ja. Kannst du mir heute vielleicht eine Geschichte erzählen? Ja. Welche Geschichte kannst du mir erzählen? Was denn eine Geschichte? Vielleicht eine Blumengeschichte. Ist das eine Hexe? Eine Hexengeschichte willst du erzählen? Die Biegel an der Wand. Mhm. Wer ist die Schiedenteil? Imani! Ja. Die 7 Berge wurde. Die 7 Zwerge sind gekommen? Die Witchen! Ah, oh, haben sich eine Witchen getroffen. Aber schon krass, wie schnell, ne? Zweite Baby. Hm? Ja. Imani gekommen! Imani, du
Ach, während die Leute immer noch nicht geheiratet haben, immer noch zu Hause bei Eltern leben und immer noch irgendwas Ausbildung machen. Ach, die Leute kriegen nicht mal zweite Kinder. Das war einmal die Gute-Nacht-Geschichte von Imani. Wir wünschen euch eine gute Nacht. Ja, gute Nacht. Okay, das war's mit dem Video. Bye, bye.